Juhu! Heute kam dieses große Paket an von der lieben Heike. Wir kennen uns aus Instagram. Und mein Hund steht natürlich wieder parat. Ich habe heute zwei Päckchen bekommen und ja, die stehen hier rum. Ich musste noch oder habe noch eine zweite Resin-Schicht gegossen und konnte nicht sofort auspacken. Und mein Hund hängt die ganze Zeit an diesen Paketen. Eins habe ich schon aufgemacht. Da war natürlich auch was für ihn drin. Als ob er das riecht. Und deswegen dreht die Mama heute mal auf den Boden, damit er natürlich dabei sein kann. Nehmen mein Schätzchen. Und ja, wollen wir da reingucken, was da drin ist? Ich weiß nicht, ob da was drin ist für dich, mein Liebling, aber für die Mama. Und ja, wir gucken einfach mal rein, ja? Wollen wir gucken? Ja, wollen wir gucken? Ja, mein Schätzchen, wir gucken rein, ja? So, ich würde sagen, wir glotzen rein. Von der lieben Heike weiß ich, dass Papier drin ist. Sie hatte mich nämlich angeschrieben, sie ist Planer Girl, sage ich jetzt mal so, und braucht nicht wirklich Papier und hat gefragt, ob ich ihr restliches Papier haben möchte. Ich würde ja basteln und sie guckt meine Videos und ja, so kam das zustande. Ui, das sieht aber jetzt nicht nur nach Papier aus. Guck mal, hey, ja, das findet mein Hund übrigens auch geil. Oh, auf dem Boden ist jetzt für die Mama aber nicht so der Burn, ne? Hier ist mein Schätzchen. Guck. Ja, ich denke, es stört euch nicht, wenn ich euch den Mowgli zeige. Ihr wollt ihn ja mittlerweile schon immer sehen. Also muss er mit ins Bild. Und die Mami dreht sogar wegen dem Schätzchen auf den Boden. Ja, die alte Oma hier auf dem Boden. Mit Arthritis und Arthrose und Rücken und Ischias und Bandscheibe und hast du nicht gesehen? So gut, ist ja auch wurscht. Wir fangen mal an, würde ich sagen. Und ich hole das, glaube ich, mal raus. So, mein Schatz, guck mal. Oh, die Mami holt das alles mal raus. So. Das ist echt wie Weihnachten hier, unfassbar. So, und hier habe ich Reste, das wird das Papier sein. Oh, hast du extra alles eingepackt. Ach, du bist ja niedlich. Papier, Motivblock. Wow. Oh, Motivblöcke. Das hättest du doch nicht extra einpacken müssen. Och, Mensch. Was ihr euch da manchmal für Arbeit macht. Unfassbar. Den, sie hat mir einen Brief beigelegt, den habe ich schon gelesen. Und ja, dann gucken wir mal rein. Ich sehe gerade, dass der Muckli tatsächlich auch was bekommen hat. Da würde er sich freuen. Er ist ja schon wirklich total verwöhnt. Und ja, kriegt ja schon einen Affen, wenn ich ein Paket bekomme. Also wisst ihr Bescheid. Nicht meine Schuld. Das habt ihr euch eingebrockt. Und ja, hier den Ball hat er auch heute bekommen. Den soll die Mami werfen. So, Schatzi, guck mal. Wir gucken mal, was der Schatz bekommen hat. So. Es ist auf dem Boden jetzt ein bisschen ungewohnt heute, aber nun ja. Hier unterwegs, Motivblock klein. Und hier, Mogli, guck ihn mal. Für den Mogli steht da. So schön eingepackt. Komm hier, guck. Ihr seht, er ist dabei. Hier bin ich. Ist ja egal, wenn ihr das jetzt so seht. Na, schön Assi-Look à la Jogginghose. Gibt es nichts Besseres. Mami macht auf. Oi. Wollen wir gucken. Oi, was ist das denn? Oi, die isst du doch so gerne, die Duos. Ui, guck mal. Ui. Und hier ist noch was. Guck, wir gucken. Verwöhntes Ding. Nee, die bist du verwöhnt. Nee. Und dann mal reingucken. Mama macht das mal kaputt. Ui. Und noch solche. Ui. Super toll. Vielen Dank. Da freut sich mein Schatzi natürlich. Ah, eigentlich. Naja, gut, jetzt ist vier. Er darf jetzt ein Leckerli bekommen. Willst du eins haben, mein Liebling? Ja. Willst du sowas haben? Na komm. Komm her, Mami, zeig. Komm, Mama, mach das. Komm her.
So. Ui, die Mami hier aufmachen? Wir können nicht immer alles aufmachen. Dann wird das hart. Aber die Heike soll das ja sehen, gell? Zeigen wir mal der Heike, wie du drin haust. Süß ist ja immer. Nee, sitz. Sitz. Achtet jetzt mal auf sein Mäulchen. Moment. Nee, sitz, Schatzi. Sitz. Achtet mal auf sein Mäulchen. Der schlägt sich jetzt in einer Tour. Das ist immer, wenn er irgendwie zu fressen kriegt oder so, was Leckeres. Er schlägt sich jetzt in einer Tour den Mund. Das läuft ihm im Wasser. Das Wasser läuft in den Munde. Lecker. Ich bin so gemein. Ui, was hat denn die Mama? Na, du leckst doch sonst immer die Zunge. Hm? Ja, das ist ja professionell. Nee, ey, werd mal nicht frisch, du Junge. Setz dich jetzt hin. So, und zeig mal. Gibst du Mama Pfötchen? Super. Er ist immer ein bisschen bekribbelt. Also, er gibt die immer so ganz lustig. Zeig mal. Gib mal Pfötchen. Also, mein Hund ist nicht bekribbelt, um Gottes Willen. Er ist der Beste. Aber das Pfötchen immer schaut. Ui! Ui! Mama gibt dir nur ein Stück. Ha! So, nochmal. Zeig mal. Zeig mal. Gibst du Mama Kussi? Eigentlich mache ich das immer mit der Nase, aber ich will nicht ins Bild. Kuss? Er gibt dir auch Kussi. Das macht er auch an der Nase. Gib Kussi. Kuss. Kuss. Kussi geben. Ja. Bitteschön. So, na gut. Ich hoffe, man hat jetzt nicht meine Bratze gesehen. Ne? Muss heute nicht sein. Sieht ausgelutscht aus. So, vielen Dank. Das war jetzt Mowgli. Und dann fangen wir für unterwegs. Das klingt interessant. Gucken wir mal rein. Wer ist denn auch was für Mowgli? Ah, nee. Oh, wie niedlich. Oh, wie cool. Guckt mal. Ah, ist das cool. Oh, wie niedlich. Oh Gott, wie so ein Baby, ne? Oh, nee, ist das cool. Ah, wie geil. Guckt mal. Ich habe noch nie so eine Lütte Schere gesehen. Ah, wie geil. Oh, ist das alles klein. Oh nein, sogar ein Tacker. Ich wusste gar nicht, dass es so einen kleinen Tacker gibt. Unglaublich. Das finde ich mal richtig geil. Hier haben wir ein Locher, wie fetzig. Ich glaub's ja nicht. Die Schere ist der Oberbörn, ey. Was ist das denn? Oh, sehr unglaublich niedlich. Sehr geil. Da freue ich mich drüber. Finde ich richtig cool. Und hier so ein Mini-Tesafilm. Das finde ich richtig toll, das gefällt mir. Super geil. Hab ich noch nicht gesehen, ey. Ja, für unterwegs, wisst ihr Bescheid. Coole Sache. Schatzi, Feierabend. So. Ob du das brauchen kannst? Auf jeden Fall ist die Verpackung mal ultra schön. Ui, was ist denn da drin? Wir gucken mal. Voll verknotet. Oh, da ist jede Menge drin, ne? Würde ich mal sagen. Ist das völlig behindert hier mit dem Bild, ey. Ja, ich sage übrigens manchmal das Wort behindert. Ich glaube, das macht nur nicht nur ich. Ich glaube, viele mögen es nicht. Ich meine, es ist absolut nicht böse oder irgendwie komisch oder so. Aber ich glaube, das rutscht denen irgendwie mal so raus. Ich glaube, das hat man schon so als Teenager gemacht. Ist die behindert. Ich glaube, wir wissen wohl alle, wie das gemeint ist, wa? Also, ja. So, dann haben wir hier Schleifen und die kann ich sehr gut gebrauchen. Ich liebe Schleifchen, die sind wunderschön. Ich mache ja aus diesen Schleifen Paperclips. Also sehr schön, da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Und natürlich kann ich das gebrauchen, genauso wie sowas. Solche Sachen kann man auf jeden Fall zum Basteln sehr gut gebrauchen. Ei, was ist das denn Schönes? Ah, wie toll. Oh, da freue ich mich. Ich habe das mal bei AliExpress bestellt. Solche Rollstempel irgendwie. So wie Washi-Tape, aber zum Rollen. Seht ihr das? Und das ist nie angekommen. Es ist selten, dass bei Ali mal wirklich ich verarscht worden bin. Aber das, bei denen kam es vor. Da hatte ich mir auch solche Tapes hier. Oh, die sind ja schön. Das sind einmal hier diese Blumen, diese Herzchen. Das macht man einfach so, ja, so Rolltape irgendwie. Denn dann habe ich hier diese
Meine Fingernägel sind ganz grausam, die sind ultra kaputt von den Gelnägeln, die möchte ich jetzt erstmal sich erholen lassen. Dann habe ich hier diese Sternchen und dieses Motiv. Wunderbar, da freue ich mich mega drüber. Ich werde das nachher mal ausprobieren. Und diese Tüten finde ich übrigens auch voll geil. Und dann habe ich hier so einen Dekorationsroller. Macht man damit? Kann man da was machen? Ey, wie geil ist das denn? Oh Gott, das funktioniert ja richtig gut. Oh, wie toll. Hey, Schatzi, guck mal. Das habe ich jetzt nochmal so aus Gag und es hat sofort geklappt. Oh, richtig toll. Cool. Sehr geil. Oh, kann ich das gebrauchen? Oi. Oi. Und da freue ich mich auch ultra drüber. Band. Und ja, auch Band brauche ich, seit ich auch so Alben mache, also Flipbooks und so. Wunderbar. Ihr seht das ja, sind so verschiedene Motive drin. Das lasse ich mal so drin. Cool, also da freue ich mich und natürlich kann ich das alles gebrauchen. Und oh, ich packe das einfach mal hier wieder ins Tütchen rein erstmal. So. Dem Boden ist jetzt für die Mama gar nichts. Oh, aber Hauptsache mein Schatz ist da, ne? Hier. Der geiert nur da drauf. So, hier haben wir Motivblock klein. Coole Sache. So, da haben wir zuerst einmal dieses. Das. Das sind die aus dem Teddy. Gab es die mal oder gibt es die? Das. Da fehlen auch immer mal so Seiten, aber das ist ja völlig leid. Da sind auf jeden Fall immer noch ein paar bei. Dann haben wir hier dieses Papier. Und gerade diese A5er finde ich immer sehr, sehr schön. Ich gehe das mal eben so durch. Aber ich muss, denke ich, nicht alles zeigen, weil man kennt die einfach. Und das. A5 ist immer ganz praktisch, wie gesagt. So, das sind einmal die. Mein Hund starrt nur da drauf. Das geht jetzt das ganze Video so, glaubt mal. Dann haben wir hier Motivblock. Oh, wie geil. Ich sag euch nämlich warum. Diese schwarz-weiße ist ultra geil. Das hatte ich nämlich auch mal oder habe ich, aber das ist fast leer und ich habe kaum bis gar nicht schwarzes Motivpapier. Und da freue ich mich mal mega drüber, weil, wie gesagt, schwarz ist so selten bis gar nicht. Und gerade wenn man jetzt so Halloween-Sachen macht oder irgendwie sowas, ist es richtig praktisch. Und dann, ui, dann habe ich hier diesen Block. Ist natürlich hier, upsa, das ist nur so reingelegt. Das sind so diese Seiten. So, hier haben wir Motivpapier. Das Geschenkband ist so geil. Es ist so schade, dass man es dann kaputt machen muss. Hier haben wir so dieses glänzende, dieses holographische Papier mit so mehreren Farben. Und hier habe ich scheinbar so ein Einzelnes drin. Gucken wir mal. Ui, ui, das möchte man. Oh, das möchte ich ja. Oh, nee. Sowas kann ich überhaupt nicht benutzen. Wie geil ist das denn? Seht ihr das? Also, das ist ja wohl mal voll der Burn. Oh, das ist toll. Schaut mal, ey. Das kann man ja überhaupt nicht benutzen. Oh. Oh. Weihnachtliches. Das ist richtig. Oh, schaut mal, das ist ja auch mal richtig schön. Traumhaft. Also jetzt mal ernsthaft, aber das ist ja wohl mal der Oberkracher, ne? Mit dem Silber. Oh, voll shiny hier, voll shiny. Traumhaft schön.
Traumhaft. Oh genau, die werde ich mal wieder ins Tütchen packen. Ich sehe gerade, hier ist was Kleines noch. Das war noch mit da drin. So. Ich habe gerade erstmal geguckt, ob die Kamera überhaupt an ist. Ey. Das war ja auch der Oberkracher. Nee, Schatzi, du brauchst jetzt nicht mehr geiern. Jetzt ist auch mal Feierabend, wa? Wieso Bescheid? So. Dann gucken wir mal hier. Reste. Hier haben wir Papierreste. Ui. Jetzt da. Chaos. Bei mir ist gleich Chaos in der Bude. Uah. Ich lasse das auch mal so drin. Also hier sind auf jeden Fall ist eine Ladung mit Resten. Huch. In verschiedenen Größen. Ebenso auch hier, aber es sieht sehr, sehr schön aus. Hier habe ich auch wieder was Schwarzes, da freue ich mich. Oh, geil. Ja, hier ist sogar auch was Schwarzes bei. Und hier habe ich halt so verschiedenes Papier. Ihr seht das ja. Verschiedene Größen. Hier ist auch was Schwarzes bei, das ist cool. Das ist, glaube ich, sogar aus dem Block. Ja. Auch hübsch. Und da, oh, das ist auch geil. Ich finde im Moment dieses Grün auch ganz klasse. So grünlich. Oh Gott. Mit Reste ist immer sehr, sehr gefährlich. Da weiß man immer nicht, wohin. Das kennen wir alle, ne? Mit Papierresten. Oh. So. Und dann habe ich hier Motivblöcke, ultra schwer. Das sind diese großen 30x30er. Meine Güte, die sind echt schwer. Da habe ich einmal den. Die müssen auch von Teddy sein, gell? Genau, das sind die von Teddy. Von Teddy habe ich auch sehr, sehr schön. Von Teddy habe ich mir diese großen damals nie geholt. Ich dachte, nö, 4 Euro. Aber wow, da auch richtig schöne Motive bei. Seht ihr ja, das ist auch immer, oh, es ist toll. Doppelseitig bedruckt. So, das wiederholt sich. Sehr schön, ey. Vor allem, die habe ich gar nicht von Teddy, weil, wie gesagt, die großen von Teddy habe ich mir damals überhaupt nicht geholt. Wunderschön. So richtig floral halt, ne? Floral. Floristisch. Dann einmal den. Oh, traumhaft. Der. Oh, schön. Dieses Motiv hier auf dem Boden. Ich kriege hier echt... Ich habe gleich Leistenbruch und Bandscheibe und alles. So, oh, meine Füße. Und dann haben wir diesen noch. Der ist ja auch mal wunderschön. Dieser Hund, ne? Der geht da auch nicht mehr weg. Der weiß genau, dass die Leckerlis da liegen. Wie gesagt, den noch. Oh. Stört mein Hund überhaupt nicht. Auch sehr schön. Huch, sehr schön. Jetzt hat er sich erschrocken. Ja, selbst schuld. Total schön hier. So, und ich glaube, jetzt sind wir auch am Ende, genau. Da habe ich echt eine ultra-mega-Ladung Papier bekommen. So, was, ja, darauf wartet, verräumt zu werden, das mag ich immer so gar nicht. Aber ich glaube, das mögen wir alle nicht. Aber ich werde dich eh nochmal anschreiben und euch allen wünsche ich ein wunderschönes Wochenende. Wir haben Freitag schon wieder, so unfassbar. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Im Übrigen ist es so, wenn ich Videos abdrehe, lade ich die nicht unbedingt immer gleich am selben Tag hoch. Vor allem, wenn es jetzt um Ü-Post oder so geht. Ich möchte jetzt nicht, weiß ich nicht, hintereinander 4-5 Mal irgendwie Ü-Post hochladen. Das ist dann auch doof. Ich versuche dann dazwischen mal ein anderes Video zu packen. Deswegen kann es auch mal 2, 3, 4 Tage länger dauern, bis das Video von der Ü-Post oder überhaupt von Paketen oder so hochkommt. Aber es kommt und genau, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Bis dann, ciao!